Udo. Ja. Die Zuschauer wünschen sich mehr Harmonie in unserem Video. Mir hat keine Zeit für Harmonie. Mir muss jetzt die Wassersprenger fertig machen, die ich jetzt installieren muss. Harmonie. Mir reizt da Harmonie in Schlüpfer, sonst aber nicht. Harmonie. Harmonie. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Mir Harmonie mit Weg gemacht. Was ist denn? Ey, bei aller Liebe. Wir beiden. Harmonie. Man sieht dich nicht. Siehst du, das fängt schon wieder an. Man sieht dich nicht, wenn ich das... Sieht dich wieder nicht. Oh, bitte, ich muss mit dir doch reden. Ja. Ja, und dann mit deiner harmonischen Sachen da. Das kannst du zu Hause machen, Harmonie. Da hast du Harmonie, aber doch nicht hier. Wie gesagt, 5 Minuten und dann ist unsere harmonische Zeit vorbei. Weil du dann wieder blöd, Udo, was machst du da? Udo, was machst du dies? Udo, warum machst du das? Udo, kannst du das denn berechnen? Kannst du diesem sagen? Nee, da hat Udo keine Zeit zu. Udo redet gerne in der dritten Person von sich. Ja, weil mir die Fragen selber beantwortet. Weil ich genau weiß, was für Fragen von dir kommen. Julius Caesar hat gerade übrigens angerufen. Ja, er will seine Latschen wieder haben. Bitte, und das soll harmonisch werden? Das kann nicht harmonisch werden. Hey, Wilfried. Die Zuschauer wünschen sich mehr Harmonie. Mir mit Wilke. Harmonisch. Wir machen jetzt die Schläuche auf. Harmonisch. Wie stellst du dir vor, die Schläuche mit Harmonie aufzumachen? Ja, komm, mein Junge. Wir gehen jetzt harmonisch bei den Schläuchen bei. Die und mir schneiden harmonisch gemeinsam den Schlauch auf. Wie bei der Hochzeit eine Torte anschneiden. Mir macht jetzt richtig schön einen Schnitt. Harmonisch. Harmonisch. Wir haben keine Zeit für harmonisch. Ich reiß die Scheiße auf, wenn es geht. Udo, wir wollten das doch zusammen machen. Komm, mein Junge, wir machen harmonisch, machst du mit mir. So bescheuert bist du echt. Was glauben die Leute da draußen eigentlich, dass wir Spaß und Harmonie haben hier? Das fängt doch schon an, wenn du aus dein Auto steigst. Das fängt schon harmonisch an. Wir haben das Spaß und mir macht das unheimlich Spaß. Wenn ich dann die Videos anschließend dann begucke, kann ich selber drüber lachen. Echt jetzt, dann sage ich immer, boah, bin ich das? Nee, das kann mir gar nicht sein. Wilfried, komm mal her. Aber harmonisch musst du um die Ecke kommen. Was ist das denn für ein Gang? Ja, was ist das, ist, Bruder? Ja, Bruder, wir machen harmonisch den Schlauch für dich. Nee, wir machen harmonisch den Schlauch. Rap. Was hast du gemacht? Schlauch-Rap. Mach das auf. Rap. Mir muss er erstmal hier schimpfen. Ja, ihr sagt, Gamer, Wilfried wäre eine ganz faule Socke hier beim Sportplatz. Liebe Zuschauer, mir würde vorsichtig sein. Ihr seht das ja nur in den Videos. Mehr ja nicht. Aber der macht mehr wie ich. Wie oft bist du hier, Wilfried, in der Woche? Also in der Woche fast jeden Tag. Was machst du? Plätze mähen. Toiletten sauber machen. Toiletten sauber machen. Die Spieler beköstigen. Einkaufen gehen. Aufräumen. Haken. Alles. Aber die Leute sagen, du bist eine faule Sau und du machst hier nichts. Nö, ich mach gar nichts. Nö, du machst wirklich nichts, ne? Mein Rentner da sein. Aber das ist ja immer, ne? Ja, die sehen ja nur kurz das Video. Ja. Und dann wird ausgeschaltet. Ja. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Ne, du hast hier noch nie gearbeitet. So. Jetzt mach mir jetzt ein Wilke-Rap. Pass auf, pass auf. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. 1, 2 Bier. Und der Wilke ist wieder schön. So, mir schneidet jetzt den Rap-Schau an. So. Muss ja sagen, gut verpackt. Oh ja, und jetzt nochmal zum letzten Video mit Fiete. Fiete ist für mir eine... Der ist sowas von erzogen. Der hat eine Hundeschule besucht. Der kann aufs Wort hören. Nur... Fiete ist ein Hund und wenn der Wasser sieht, ist alles vorbei. Das ist sein Element. Also Leute, jetzt hört auf Tiere herumzuschimpfen. Mir kann das ab, aber ein Tier kann sich nicht wehren und er hat die beste Schule besucht. Also da habe ich mir schon ein bisschen schlecht geworden. Kommentare mir auch, wie mir auch. Köter, die ja. Ohren, die Felle über die Ohren ja. Ziehen und so. Das sind keine Hundeliebhaber, sind das. Und ich kann euch eins sagen, jeder Hund,
den sie auf der Welt geht. Und der würde bei Wilke ziehen sein. Der würde ein Leben genießen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr das ganz ehrlich seid, seht, dann seht ihr, dass Wilke ein Schwimmbad gekauft hat für Fiete und Ida, dass die schwimmen können. Und der geht morgens aus dem Haus raus. Pool, nicht Schwimmbad. Ja, aber Pool. Schwimmbad. Das ist schon wieder hier falsch. Fake News. Ja, Fake News. Wilke ziehen hat ein Schwimmbad. Nein, Wilke hat so einen kleinen blauen Pool gekauft. Und da springt er schon morgens um 7 Uhr, wenn er rausgeht, hat er es eben kurz Beine heben, zack, und dann springt er rein. Der liebt Wasser, der liebt einfach Wasser. Ich will solche Kommentare nie wieder lesen. Nur weil wir Menschen sind, können wir nicht uns über die Tiere stellen. Tiere haben genauso ein Recht zu leben wie wir. Und Tiere haben auch keine Gewalt und Schläge zu erwarten. Also bitte, hört auf mit solchen Kommentaren. Für die Nörgler, die Schläuche habe ich übrigens brandneu gekauft für den Verein. Richtig, weil der andere ja kaputt gegangen ist. Zusätzlich habe ich neue Rasensprenger gekauft. Richtig, und eine neue Pumpe. Und wieso habe ich die Rasensprenger gekauft? In schön leicht. Dann geht die auf den Platz, 10 Stück schneller. Ja, damit Wilfried die besser. Ja, weil Wilfried hat ja Bandscheibenvorfall und der kann nicht so schwer heben. Darum hat Wilke die Leichen gekauft. Und die werden dann einfach postiert im Boden und fertig. Und das seht ihr auch ja nicht. Wilfried ist 5-mal am Tag hier und verstellt die Sprengeranlage. 5-mal am Tag. Wisst ihr, was das heißt? 8 Stück jedes Mal zu verstellen. Das dauert eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde. So. Aha, das soll mir nicht wundern, dass jetzt wieder zum Quatschen. Gerade gelobt. Ne? Und der Schornstein fängt schon wieder an zu quallen. Wilfried ist die alte Dampfeisenbahn, die alte Wilfried, dampft nur herum. Pack bloß nicht mit an! So ist es mir mal in eurem Video dargestellt. Wilfried dampft, Udo arbeitet. Und dann heißt das, Wilfried dampft nur. Nein, Wilfried dampft nicht nur. Ja, er dampft schon viel. Ja, er dampft schon viel, ja. Aber nicht in der Hinsicht. Er dampft gleich nämlich hier mit dem Schlauch ab. So, liebe Leute, das ist unser neuer Rasensprenger. Komplett können wir, ich glaube, wir haben da 10 Stück von gekriegt. Und die sind noch viel leichter, die kann man besser transportieren. Da kann man so anpassen und dann kann man so. Was hast du mir denn für Schellen gegeben? Ja, ich muss auch machen. Ja, der ist bald oben. Mann. Das soll dann harmonisch sein. Kriegst du Schellen, da kannst du einen kleinen Schau mit zusammenpressen. Wir haben den Levit. Ja, ich liefere die auch gleich ein. Grüß mich da. Mann. Wieso soll hier ein Plan funktionieren? Einmal mit Profi zusammenarbeiten. Was ist das denn für eine Box? Mir hat jetzt gerade in China ein Paket geliefert gekriegt. Und dann mit Reis und Ketchup. Jetzt siehst du doch, dass das ein Werkzeugkoffer ist, den ich geschenkt gekriegt habe. Weißt du, was das ist? Nasenhaarentferner. Das ist ein Schraubenschlüssel. Die Nummer macht doch nicht Adön an. Ihr reißt da alles raus und dann wisst mir, was sagt in China oder ein Reissack fällt um. Was ist denn jetzt der Plan? Mir macht jetzt die Anschlüsse dran. Und dann wird das verschellt. Und dann können wir das so reindrehen und dann kannst du Wasser anstellen und dann läuft das Wasser. Und das ist mein Plan, ist das. Warum kommst du jetzt noch näher? Soll ich da jetzt in der Kamera beißen oder was? Lieber Baum, hast was? Oh, keine Antwort. Ja, genau wie Wilfried. Oh, was ein Blödsinn ist das hier. Was, echt. Der kann doch wohl einmal eine Antwort geben, wenn mir was fragt. Was ist da denn los, Udo? Wächst dir da eine Dauerwelle im Ohr? Mir hat keine Dauerwelle im Ohr! Passt nicht, hab ich doch gesagt, die sind zu klein. Ja, dann der überlebt. Ja, komm. Das sind die alten. Rausdrehen. Und das sind nämlich die Größen. Und die haben uns den dicken Schlauch gegeben. So, gib ihm mehr. Dann machen wir anders. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja. Baut umsonst nicht 36 Jahre Schiffe. Einmal mit mir als Profi zusammenarbeiten, dann funktioniert das. Das funktioniert ohne Ende.
Kevin, der reißt ab! Scheiße, die ist schon wieder abgegangen. Mach die doch fest. Wilfried, sag ich schon, Wilke, die ist kleiner wie der Schlauch. Die haben die für die kleinen Schläuche haben die Schellen geliefert. Mir braucht aber eine große Schelle. Da mit Tange hin. Irgendwie ein Tang. Mir macht das jetzt unter der Holzhütte einfach den. Oh, ich krieg hier eine Krise. Wie kann man solche kleinen Schellen liefern? Wieder alles wegmachen. Klappt nichts, weil hier nie was klappt. Wilfried, was ist da denn los? Hast du Omas Tischdecke angezogen? Oh, wow. Ich helfe dir gleich Omas Tischdecke angezogen. Einfach auf mir hören. Achso. Erstmal provisorisch denn. Bei dir ist immer alles erstmal provisorisch. Ja, dann ist auch wieder alles. Prütt ist das hier. Pencil einmal anreißen, zack, sind wir durch. Ich habe eine Frage. Ja. Du kriegst nagelneue Schläuche, ja. Sprengersystem, alles. Ja. Und du willst das mit Benzin festmachen. Ja. Bei mir hat das nicht bestellt. Dann bestell doch einfach neue, größere, wie heißen die Dinger? Schellen. Anstatt da Benzin drum zu machen. Mir muss aber jetzt bewässern. Mir muss nicht in 14 Tagen bewässern. Mir muss jetzt. Kapiert? Nochmal versuchen. Jetzt nix. Bisschen Mo oder was? Ja, aber du überlegst. Mir muss jetzt echt sagen, mein Bruder überlegt. Mir macht da jetzt ein bisschen Mo dran, dann hast du ein bisschen geschmeidiger. Und was dann ist kannst, denn Mo? Mo ist so ein Ölsubstanz, ist das. Und dann kannst du das so reindrücken. Flutsch besser. Sicher, dass du sie mir nach Hause genommen hast? Nee, das ist auch ein Weg gewesen. Willst du noch ein bisschen Mo? Oh, wow. Wilke, bitte. Es ist jetzt über 2 Monate. Mir nicht mehr genervt mit dem Oh, wow. Jetzt fängst du wieder an. Warum? Wir haben mit dir Öl. Haben wir hier noch ein bisschen Margarine im Kühlschrank? Kabelleckfinder. Ja, oder Pril. Alter Hausmittel, Spucke. Ja, haust ein bisschen Spucke auf den Schlauch? Oh, wow. Ja, auf den Schlauch. Nicht, dass ihr das verkehrt versteht. Das ist ein Schlauch. Wieder rein. Geht nicht. Zu stramm. Muss doch ein bisschen Pri drauf. Muss flutschen. Müssen wir warten. Soll hier auch irgendwas funktionieren? Da wär ja wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag, wenn hier was funktioniert. Was ist das denn? Ich hab noch nie gesehen. Ein bisschen weiter nach rechts. Nein, nach rechts dazwischen. Nein! Ja, dass du denkst, denk da ja nicht dran. Man muss sich jetzt auch einfach vorstellen, anstatt eine größere Schelle zu bestellen. Wilke, die sind so geliefert worden. Hast du schon Priel drauf? Nee. Gleitcreme. Udo, da Priel musst du aber auch auf das Gewinde hauen und nicht auf den Schlauch. Hab ich. No, hey, jetzt kommen sie. Was wollt ihr damit? Weil das ist die Endstation. Nee, da machst du das kaputt, ihr Gewinde. Ja, wie? Ja, damit machst du das Gewinde nicht kaputt? Nee. Weißt du was, ich hau dir deinen Scheiß gleich um. Ich hab's doch gar nichts getan. Nee, du hast nie was getan. Damit ist Schraubzwinger an. Trag die ohne Druck zu. Ist gleich so weit. Bestell doch einfach eine größere. Nee. Ja, weißt du was, ich bestell gleich gar nichts mehr.
Siehst du? So kannst du jetzt auch machen. So, jetzt suche ich irgendwo einen anderen. Ein größeres brauche ich. Zwei brauche ich. So, ist mir scheißegal. Hier. Das ist ein Drogen. Ja. Der ist eh kaputt. Hier raus. Hier. Der ist so größer. Ach, Neiner. Neuner, her. Ich kann mal. Warum? Warum? Diese passt doch nicht. So, Neiner. Hier müssen doch noch mehr Schellen sein. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Irgendwann raste ich hier komplett aus. Und dann kann mir der liebe Sack am. Neuner. Der kann ja mit. So, einer ist fertig. So. Wie will er denn jetzt 25 Meter messen? Da ist irgendwie eine Markierung dran. Mal 25 Meter, so wie ich da mitgekriegt habe. Mir hat er auch keine Ahnung von. Der das geliefert hat, hat das gesagt. 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22. Ruhe. Ja, immer mit der Ruhe. So, 25 Meter. So, Schelle, Klemme. Oh, jetzt hängt das Ding da vor. Zange. Da mit dem Ding her. Nein, nimmt er mit. Ich krieg hier eine Krise. Einmal das Ding. Richtig schön. So, jetzt singen wir gleich noch ein schönes Lied zum Abschluss. Machen wir gleich, wie bei der Feuerwehr. Wassermarsch! Ja, von wegen. Sperrst du mich da drauf. Boah, hast du gesehen? Ja, flutsch wie sonst was, ohne Flutschmittel. Kommt bestimmt wieder, wie macht Udo denn eine Schelle drauf? Mir erklärt, das sind alte Schellen, mir muss sie ein bisschen gerade hauen. Fertig? So. Einfach die Gnade, die ich da liegen habe. Oh, ich muss ihn rufen. Ja, kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist doch nicht normal, oder? Hier gehst du da mal weg. So nimmst du nur den Schlauch hin. So, jetzt kriegt bei mir die kaputte Stelle auf Wasser. Udo, ja. Hol den einen Ständer hier her. Der kommt dort tischen. Ja, aber wir haben doch hier schon alles grün. Wo willst du ihn haben? Ist doch nicht so schwer. Ich will doch da jetzt springen, nicht da. Ja, kannst du. Nee. Hier einfach zwischen. Siehst du? So. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott. Im Festhalten. So. So. Hol mir Anschlüsse. Fertig. Mann.
mir fängt das schon wieder an. Warum? Mann, mir will doch nur einmal das. Nee. Wieder ein bisschen Gleitmittel. Musik rein, Musik rein, Musik wieder, wieder rein. Diese Scheiße hier, nicht klappt mir. Ey. Warte mal, wo hast du das Stück? Ja, läuft jetzt hier mit herum. Das ist so. Der hat der gleichen. Das ist der gleiche. In der Ruhe liegt die Kraft. Siehst du? Kannst du raufdrehen. Wieso mir soll man ausflippen? So, Schelle drauf. Wilke! Wollen eben lustig sein, Kurt. Ja, lustig. Mann. Wilke! Ich wollte nochmal lustig ja, sein. Ja, du bist gleich zweimal lustig. War ich ja schon. Dann bist du dreimal. Mir nur ärgern, ne? Weißt du, wir singen gleich ein ganz schönes Lied zum Abschluss. Was denn? Ja, weiß ich noch nicht. Irgendwann aber. Wir beiden zusammen. Lauf los. Nee, du läufst los. Lauf los. Nee, ich lauf nicht los. Guck mal, Udo, ein süßer Piepmatz. Ja, Piepmatz mir gleich ein. Mir hat keine Zeit für Piepmätze. Mehrzahl, Piepmätze, ne? Was? Ein Piepmatz. Ja. Mehrere Piepmätze. Ja, richtig. Richtig? Richtig. Richtig. Willst du da drauf? Piepmatz ist hier ein. So. Ich sag's dir, das tut dir weh. 7 Jahre Knast für Mord ist nicht viel. Die Sprenger laufen jetzt. Ja. Wieso kommst du jetzt mit dem Schlauch an? Ja, weil mein Bruder mir wieder ein Schnäppchen geschlagen hat. Der hat irgendwo einen anderen Schlauch schnell geholt und mir hat das ja repariert. Hier muss aber einstellen. Vorsichtig, vorsichtig! Oh. Das ist wieder kaputt gemacht. Der ist umgekippt von alleine. Ja, alleine, natürlich. Geh da weg. Ich bin ja nicht so. Und liebe Zuschauer da draußen, an alle, die immer an Wilfried zweifeln. Genau das macht er den ganzen Tag. Wir haben da ja 8 Stück von auf dem Hauptplatz stehen. Also er muss 5-mal am Tag herkommen. Und dann in der Reihe sind immer 4 Stück. Und die verschieben. Für all die, die glauben, dass wir... Du bist so... Ja, liebe Zuschauer, jetzt seht ihr mal, wie das hier bei uns abläuft. Nur Schläuche. Wie lange wir dafür brauchen. Ja. Und das ist bei jeder Aufgabe hier so. Richtig. Mir klappt ja nichts gleich von Anfang an. Mir hat jetzt keine Zeit mehr. Mir muss beobachten, ob er sich dreht. Ey, du wieder aber schnell, Udo. Was hast du ja, da denn eingestellt? Schnell. Der geht jetzt automatisch wieder langsam. Er geht da jetzt nicht hin. Ich hab den nicht. Los. Welche? Komm nicht kaputt. Ja, aber nicht kaputt machen. So, warte. Immer drauf. Ja. Der geht aber nicht. Ja. Den kannst du nicht hochnehmen, so was. Oder? Was machst du denn jetzt da? Ja. Mir zieht gerade Ballerinaschuhe an. Mir will das Ding umstellen, dass der ganz langsam komplett rund geht. Ja, nee. Dann fangst du immer mehr an. So, warte. So kann man die umstellen. Das geht ja nicht ganz rum. Du musst alles so kompliziert sein. Das muss doch einfach nur drehen, komplett. So. Du sagst 80 Mal so und es ist immer das Gleiche. Ja. Ich will doch nur den Rasensprenger fertig machen, dass der komplett einmal rumgeht. Aber nein, mir macht Rasensprenger fertig. Rasensprenger macht mir wieder fertig. Jetzt muss er jetzt hingucken. Kommt aber. Das ist düse mit. Der hat jetzt eingestellt. So, und jetzt tut mir das ein bisschen nach hinten stellen, dass da auf der braunen Fläche. Wilke, du kannst dir das überlegen. Bitte. Udo! Beklemmt das! Ja nicht. Wir hauen
nur dann und dann geht er wieder zurück. Drehst das dumme Ding zu mir? Nee, der dreht sich alleine. Mir macht nichts. So, muss er hier oben wissen. Ja, Mann, Idiot! Wie war los? Eine Hälfte nass. Ich wollte nur verhindern, dass du dich selber rauchst, weil es ist so warm. Ja, nicht, dass du dich selbst entzündest und anfängst, dich selber zu rauchen. Ja, jetzt kommt die nächste. Tante Erna. Ja! Wilfried, du! Entschuldigung. Entschuldigung. Mir wird hier bescheuert. Guck mir wieder her. Nein. Komm, stell dich hin. Tante Erna hat gerade angerufen. Wieso? Will ihre Erbsen wieder haben. Hau ab, hau einfach ab. Mir lass einfach in Ruhe. Schnauze voll mir hat jetzt vom Wasser. Schluss jetzt, schönes Wochenende. Oh, schön. Boah, steht der mit 47 Schuhgröße auf meinen Fuß. Oh. So, liebe Zuschauer, da war's. Kommentiert unsere Video mal und was sollen die Leute diesmal in die Kommentare schreiben? Mir wollt ihr wohl mal wissen, wie ihr eure Sportplätze sprengt. Wir haben doch nicht alle einen Sportplatz. Ja, aber wie die denn zu Hause Rasen sprengen. Ob der mit so einmacht oder so wie wir machen. Oder mit Gießkanne. Oder mit Gießkanne. Schreibt das mal in den Kommentaren. So, und vor allen Dingen teilt unser Video. Streut das richtig in die Welt hinaus. So, einen schönen Sonntag. Bis dann. Klickt bei Facebook auf Teilen, liebe Leute. Das ist ein Klick. Es ist kostenlos. Einmal alle teilen. Ja. Wo bist du hin? Der ist nass. Ich bin doch schon klitschnass. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von einem Outro. Nee, aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin. Oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Nee, weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal. Mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.